So Jungs, heute habe ich für euch eine Dashcam für euch am Start. Ape-Man hat mich dabei unterstützt, hat mir eine Kamera zur Verfügung gestellt, die wir heute zusammen einbauen. In der Jute Kfz Golf 4. Ja, muss ich sagen, danke nochmal an Ape-Man, dass sie mich unterstützt haben, und dann bauen wir den ganzen Kram mal ein. So, ich zeige euch, blende euch jetzt nochmal ein, wie ich es auspacke, was ich noch dazu gekauft habe, und dann packen wir das Ding nochmal aus und dann bauen wir das da ran. So, dann wollen wir uns das Ganze mal angucken. Das ist auf jeden Fall hier die Verpackung. Das ist die C570 Dashcam von Ape-Man. 1080p. Hier nochmal ein paar Details. Ich finde, die Verpackung sieht eigentlich sehr gut aus. Glänzt auch hier so. Ja, dann packen wir das Ganze mal aus. Dann haben wir direkt hier ein Hallo. Mit ein paar Details, natürlich alles auf Englisch. Denn die Gebrauchsanweisung, aber wer braucht die schon als Mann? Dann ein gutes Stück, die ist sogar kleiner als ich gedacht habe. So sieht die aus. Die ist auf jeden Fall nicht aus Plastik, ich habe gedacht, die ist aus Plastik oder sowas. Fühlt sich aber an wie Alu oder Metall oder irgendwie sowas. Ja, sieht auf jeden Fall sexy aus. Das ziehe ich hier nachher ab, wenn wir das einbauen. Hier sind die Tasten. Hier kommt die Speicherkarte rein. Die habe ich mir natürlich auch geholt, weil die ist leider nicht dabei. Dann nehmen wir die mal weg. Dann haben wir hier noch, sieht aus wie vom iPhone, aber das ist, glaube ich, zum Resetten hier, denke ich mal. Oh, ich glaube, mir ist da auch nicht drin. Ach doch, da geht doch schon. Fehlt ja noch das Kabel. Und hier ist die Halbraum. Was ich aber eh nicht benutze, weil das zeige ich euch gleich. Hier ist das andere Stück, was an die Scheibe kommt. Ich glaube, jetzt kommt nur das andere, was anderes, was du ankleben kannst, glaube ich. Das ist das Kabel für den Zigarettenanzünder. Aber wie gesagt, das Kabel benutze ich eh nicht. Hier hast du sogar noch USB. Kannst das Ding sogar noch benutzen. Und ja, das war's. Jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich noch dazu geholt habe. Und zwar habe ich mir hier dieses Set geholt. Das ist oben erstens, es gibt ja viele Leute, die machen das halt über Zigarettenanzünder. Mir gefällt sowas persönlich nicht. Ich will sowas, dass es schön versteckt ist. Deswegen geht man am Sicherungskasten, schließt dann, das zeige ich euch dann im Video, da schließt man das halt alles an. Und wenn man dann die Zündung anmacht, geht die Dashcam mit an und du hast halt wirklich nur oben kurz dieses Stück an der Scheibe, das Stück Kabel, und dann ist gut. Nicht, dass du da irgendwie am Zigarettenanzünder irgendwie ein Kabel hast oder sowas, sowas gefällt mir gar nicht. Und dann habe ich mir noch die Micro SD geholt. 32 GB unterstützt die nur. Also maximal. Ja, die hat mich 7 Euro gekostet. 7 Euro habe ich bezahlt. Verlinke ich euch auf jeden Fall alles. Also das Set hier. Die Kamera natürlich, ist ja klar. Und die Speicherkarte. So, dann haben wir jetzt alles erfolgreich ausgepackt. Dann würde ich sagen, erstmal nochmal danke an Ape-Man. Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Dass wir mir die Dashcam zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, alles, was ihr hier seht, ist auf jeden Fall unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns unten am Auto, wenn wir die Komponenten zusammenbauen. Dann packen wir das jetzt aus. Die Dashcam erstmal hier hin.
bin ich einmal überlegen, welche Halterung ich nehme. So, ich habe mich entschlossen, die Halterung zu nehmen. Die ist zwar geklebt, aber die sieht mir irgendwie so klobig aus. Wenn das nicht lange hält, dann nehme ich die natürlich, ist ja klar. Das Kabel, wie gesagt, benutze ich gar nicht. Dafür habe ich mal ein extra Set hier. Was ich euch dann auch zeige. Dann würde ich sagen, mach ich mal. Ach nee, wie mache ich denn das? So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen getestet, die Kamera so ein bisschen ausgerichtet. Weil ich mir nicht sicher war, nicht, dass ich nachher eine falsche Aufnahme habe. Macht euch die Scheibe auf jeden Fall sauber. Dann mache ich jetzt den Kleber hier ab. Und dann muss es so ran. Dann erstmal schön drücken. Dann zeige ich euch, wenn es gleich fest ist. So, jetzt habe ich die erstmal so provisorisch rangehangen. Ich habe sie noch nicht festgemacht. Ziehe ich erstmal schön die Folie ab. Oh. Wer liebt das genauso wie ich? So, jetzt nehme ich mir das Kabelset hier. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, weil wie gesagt, ich will es ja nicht über einen Zigarettenanzünder machen. Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist das Kabel, was oben an die Dashcam dann kommt. Läuft dann hier drüber, da verstecken wir das Kabel. Geht dann bis zum Sicherungskasten. Dann haben wir hier drei Stück. Mal gucken, welche ich mir nehme. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die. Da kommt jetzt die originale Sicherung hier unten rein. Die jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt 10 Ampere sind, kommt hier unten die 10 Ampere rein. Hier oben kommt die 5 Ampere für die Dashcam. Kommt an den Sicherungskasten, also die wird die Originale rausgenommen, die kommt dann rein. Dann kommt das Kabel, kommt hier ran. Und heißt, wenn ich jetzt Zündung anmache, geht die Kamera an, mache ich Schlüssel raus, geht die Dashcam aus. So wollen wir das ja haben. So, ich habe mir ja schon mal so ein bisschen den ersten Schritt gemacht. Wie gesagt, ihr nehmt das Kabel noch das auseinander, dann schließt ihr das an. Dann habt ihr halt, wie gesagt, nur das Stück, was man eigentlich sieht. Und dann fangt ihr an, hier oben einfach das Kabel reinzustecken. Vielleicht habt ihr noch einen Rakel, dann könnt ihr das mit einem Rakel machen. Aber es klappt, glaube ich, auch so. Ich spule mal kurz vor. So, ihr müsst auf jeden Fall die ein bisschen abmachen. Es gibt viele Modelle, oder es gibt welche Modelle, die haben ja Airbag. Schön aufpassen. Meins hat keinen Airbag. Das nehme ich jetzt erstmal ab und dann können wir das Kabel hier schön unten verlegen. So. So, ich habe jetzt alles hier schön verlegt. Hier sieht man auch nichts. Hier mache ich vielleicht noch Kabelbinder, dass es da jetzt nicht so rumwürstet. Jetzt müssen wir hier rein, nehmen die ganze Kappe hier ab. Also wir brauchen hier auf jeden Fall den Platz. Ich habe euch ja eigentlich schon mal gezeigt, wie das geht, aber ich zeige es euch noch mal kurz. Schlüssel ab hier, Türchen raus. Dann einfach ziehen. Dann haben wir das auch schon draußen und dann schön hier verlegen. Dann nehme ich am besten meinen Schlüssel zum Reindrücken, weil ich keinen Rake jetzt habe oder was. So, so Jungs, ihr braucht ja auf jeden Fall eine Erdung. Die hier. Ich habe jetzt den Punkt genommen. Ich hoffe, der klappt auch. Weil der hat ja nur so einen dünnen Anschluss. Dann nehme ich mir jetzt die Schraube hier raus. Schon mal vorgelöst. Dann versuche ich das hier ein bisschen rauszuziehen. Nach vorne meine ich. Seht ihr, ist ein bisschen Luft. Und dann versuche ich das Kabel von hinten, ja, so von hinten rein und dann die Schraube rauf und dann müsst ihr Kontakt haben. Ich zeige euch
das gleich, wenn es fertig ist. So, ich habe das schon mal zusammengeschraubt, weil es ist ein bisschen fummelig. Ich habe erst 10 Jahre gebraucht, um da irgendwie ranzukommen. Weil gleichzeitig halten und den dahinter zu kriegen, ist ein bisschen schwer. Deswegen nimmt ihr einfach das ganze Ding. Also ihr habt ja hier die Haut und die andere Haut, also die könnt ihr von unten anfassen, beides gleichzeitig. Und dann zieht ihr es nach hinten und dann kriegt ihr, schiebt ihr von hier rein, ganz easy, dann die Schraube rauf. Und dann läuft es. So, dann habe ich schon mal, ich habe mir jetzt für die entschieden. Das ist eine 5 Ampere, wie gesagt, die kommt oben hin, die ist für die Dashcam. Ich habe jetzt Steckplatz 27, also der. Jetzt zeige ich das mal auf den Sicherungskasten. 24 ist das nicht, 27, 24. Da habe ich das jetzt, da mache ich das jetzt ran. Ich habe das gerade schon mal getestet alles. Wie gesagt, das Kabel kommt dann hier ran. Da kommt jetzt hier die Sicherung. Wir nehmen jetzt die 20er hier raus. Die kommt dann hier ran. Und dann kommt das ganze Ding so wieder zusammen. So, wie ihr habt sogar so eine Klemme. Meistens habt ihr jetzt schon im Auto, manchmal nicht. Ich habe die extra dazu gekriegt. Ziehen wir die jetzt raus. Zack. Und fügen die jetzt einfach hier ein. So. Und dann einfach nur so. Gucken, dass das Kabel nicht verdreht. So. Dann hier oben einfach zack rein. Testet vorher noch mal Zündung an, also Motor an. Und dann geht die Dashcam auf jeden Fall an. Jetzt gucke ich aber erstmal, dass ich mir das Kabel hier alles schön verlege. Und dann zeige ich euch, wie ich es am besten verlegt habe. Mit Kabelbinde am besten. So, ich habe das mir jetzt alles hier oben hingelegt. Mit Kabelbinde einmal fest. Das Kabel habe ich mir so hier so hingelegt. Damit es hier auch nicht geknickt ist. Das ist dann noch mein Sensor. Da mache ich auch noch mal ein extra Video. Mit den Bohrerdüsen zusammen. Wie gesagt, und das Stopp wird mir gleich noch rein. Das habe ich mir schon alles festgemacht. Wie gesagt, man sieht gar nichts, außer, wie gesagt, nur das Kabel hier. Nur das Kabel hier. Und sonst sieht man nichts. Achso, hier oben habe ich das auch noch festgemacht, damit der hier nicht rumbaumelt. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch das Ganze zusammen machen und dann zeige ich euch, wenn ich jetzt die Zündung anmache, dass es auch funktioniert. So, wie gesagt, das Kabel ist alles schön hier. Ich musste gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Kamera ist hier. Ich mache jetzt mal schön die Zündung an und hatte noch Alarm an. Jetzt, wo es da gerade steht, fällt mir gerade auf, dass wir noch die SIM-Karte reinmachen müssen, die Speicherkarte. Ja moin, dann machen wir die noch schnell rein. So, ich habe sie mir jetzt rausgequält, weil meine komische Verpackung. Jetzt brauchen wir die eigentlich nur hier reinschieben. Ist nichts Spektakuläres. Zack, fertig. Läuft, oder? Wie gesagt, alle Sachen, die ich hier verwendet habe, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Aber ich sage nochmal danke an ApeMan. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar, ein Abo dalasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.